Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar zeige ich euch heute, wie man, also wenn ich zu meinem anderen E-Mail-Account eine E-Mail schicke, wie ich die bei meinem Google Mail-Konto auch empfangen kann, also bei meinem Gmail-Konto. Ja, und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Zuerst geht ihr auf Gmail. Es dauert ein bisschen, bis ihr sich angemeldet hat. Und das sehen wir auch schon. So, dann auf Einstellungen, also auf dem Schraubenschlüssel-Symbol und dann auf Einstellungen. Konten und Import. Vorhandenes Bob3 E-Mail-Konto hinzufügen. Und dann öffnet sich schon so ein neues Fenster. Und dann einfach die alte Ding hinzufügen. Eine neue E-Mail-Adresse hinzufügen. Dann auf nächsten Schritt. Das Passwort. Falsch. So, und zum Thema Bob-Server. Da kann ich euch was ganz Spezielles sagen. Jedes E-Mail-Postfach, also jeder neue Webhoster, also Yahoo, Gmail, GMX, Acor und was es alles halt gibt, haben ihren eigenen Bob-Server. Und das, wie man sieht, ist alles von Gmail. Normalerweise schon richtig eingestellt. Aber wenn ihr jetzt einen Unbekannten habt, wie googleashans.com, dann müsst ihr halt, also müsst ihr einfach beim Webhoster nachfragen und auf Google mal googeln. Aber bei den Großen ist normalerweise schon richtig eingestellt. Ja, und dann der Board, also es sagt euch alles euer Webhoster. Entweder das steht hier irgendwo, ich glaube bei Google Mail steht es und allgemein oder so, oder irgendwo steht es, das habe ich schon mal gesehen. Bei Google ist es eh richtig eingestellt, deswegen brauche ich es euch jetzt gar nicht zeigen. Und dann wähle ich noch SSL-Verschlüsselung aus und dann will ich das unter einem folgenden Label noch haben und den Label Run for You. Und okay, und dann einfach auf Konto hinzufügen und dann war's das schon. Kann ich das noch auswählen? Ich wähle jetzt selbstverständlich Nein aus, weil ich will meine E-Mails nicht als info.runforyou@gmail.com versenden, sondern als info.combatstudiopro, also mit dem ich normalerweise, also was ich früher gehabt habe und wo ich auch mich angemeldet habe. Und dann einfach auf Fertigstellen gehen und jetzt war's das. Ja, so schnell geht das. Dann wieder einfach, gehe ich hier mal auf Aktualisieren, dann sende ich mir mal selbst eine E-Mail, das habe ich euch schon mal in einem anderen Video gezeigt, oder einfach auf Senden gehen. Send successfully, perfekt, und jetzt dauert es ein bisschen, bis sich das aktualisiert, weil es aktualisiert sich nicht jede Minute, und deswegen bis gleich. Und wie man hier sieht, ist ja schon ein neues Label entstanden, das Label Run for You, das wo ich gerade erstellt habe, und ja, jetzt bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder da. Und zwar hat sich jetzt hier eine neue E-Mail eingenistet. Und dieselbe, wo ich vorhin vorgeschickt habe, von Baschlik Große. Hi! Wie du sicher weißt, ist das doch nur ein Test. Und geile E-Mail-Adresse, ne? Ja. Und jetzt. Das war's jetzt auch von mir mit diesem Tutorial. Und vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Und da sind wir auch schon wieder da. Und zwar hat sich jetzt hier eine neue E-Mail eingenistet. Und dieselbe, wo ich vorhin vorgeschickt habe, von Baschlik Große. Hi! Wie du sicher weißt, ist das doch nur ein Test. Und geile E-Mail-Adresse, ne? Ja. Und jetzt. Das war's jetzt auch von mir mit diesem Tutorial. Und vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.